Hallo, da bin ich wieder. Es ist fast so, als hätte ich mich nicht wegbewegt. Hätte ich nichts anderes an und wäre ich jetzt nicht ungeschminkt und meine Haare zum Zopf, könnte man sagen, ich saß die ganze Zeit hier. Nein, heute ist Sonntag. Es war heute ein super entspannter Tag. Mein Cousin wurde heute von meinem Vater wieder nach Hause gefahren. Er war ja quasi jetzt von Freitag bis Sonntag bei uns. Wieder mal. Er ist jetzt gefühlt jedes Wochenende bei uns, aber es ist auch okay. Ja, er ist ja auch immer gerne bei uns. Ja, wird dann quasi immer gut verköstigt und er hilft dafür meinen Eltern und auch meinem Vater halt bei vielen Sachen, die ja einfach ein bisschen erledigt werden müssen im Haus und so. Also wir haben ja im Moment Leute, die bei uns das Badezimmer machen und sich um das Badezimmer kümmern, weil das untere Badezimmer ist ja schon so lange in Arbeit, in Baustelle. Das hier oben war zwar auch sehr, sehr lange eine Baustelle, also da hat es auch ewig gedauert, bis das fertig gemacht wurde. Aber das wurde schneller fertig gemacht als das unten. Aber gut, das hier oben hat mein Vater auch noch komplett alleine gemacht. Klar, mit Freunden so. Also mit Kumpels, die halt auch in so ähnlichen Bereichen halt tätig sind. Zum Beispiel der eine ist Elektriker, der kann bei Elektrikzeug helfen. Und naja, halt sowas alles. So bei verschiedenen Sachen. Das ist immer. Mein Vater ist halt im Bau tätig. So und er hat halt viele verschiedene Freunde auch aus dem Bau. Oder kennt dadurch schon allein durch die Zusammenarbeit manchmal mit Fliesenlegern und Elektrikern. Und hast du nicht gesehen, kennt er halt auch viele. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn man dann alles zusammen machen kann. Wie gesagt, am Anfang war ja auch eigentlich immer alles, was hier in diesem Haus bisher gemacht wurde, war ja auch eigentlich so, dass wir das alles selber gemacht haben. Also meine Eltern. Mein Zimmer selber gemacht, da habe ich sogar auch mit Tapete geholfen, die Tapete ranzumachen und so. Und verschiedene andere Sachen so wurden halt einfach alles selber gemacht. Aber mein Vater hatte halt irgendwann keine Zeit mehr. Deswegen war das Badezimmer auch so lange in Bau quasi als Baustelle. Klar hat mein Vater auch so nicht immer Zeit gehabt, aber oftmals war es so, dass im Winter die Aufträge nicht so viele waren und jetzt die letzten Jahre kann er sich vor Aufträgen gar nicht mehr halten, so quasi. Also er kann teilweise sogar manche Aufträge gar nicht annehmen, weil er einfach so viele andere noch hat, die er zu tun hat und deswegen schafft er das einfach nicht. Ja, und jetzt gibt es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die halt immer bei uns gemacht werden. Zum Beispiel um den Garten kümmern wir uns ja auch immer. Und da hat mein Cousin zum Beispiel auch mitgeholfen. Und es gibt so viele verschiedene kleine Sachen, wo mein Cousin halt einfach ein bisschen mithilft. Und das ist sehr, sehr schön. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist oder ich das irgendwann mal gesagt habe, ich habe ja mittlerweile eine neue Hülle von Wish dran. Mal wieder. Und mir war so, als ob die im Dunkeln leuchten soll. Also ich habe die bisher nicht einmal im Dunkeln leuchten gesehen. Das Ding ist, ich überlege gerade, ob die nicht vielleicht sogar bei Schwarzlicht leuchten soll. Weil im Dunkeln ist sie schon mal durchgefallen. Im Dunkeln leuchtet sie nämlich gar nicht. Wartet, ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich mache mal Licht aus, damit ihr das auch seht, dass nichts passiert. Hier. Also hier leuchtet nichts. Gar nichts. Das Coole ist ja, dass ich so ein Schwarzlicht-Gedöns-Ding habe. Das heißt, damit könnte ich es mal versuchen. Vielleicht meinten sie auch, dass es im Schwarzlicht leuchtet. Sorry jetzt fürs schlechte Licht. Mit gutem Licht angefangen, mit schlechtem Licht weitergemacht. So, ich habe gerade das Schwarzlichtgedöns an und nicht mal im Schwarzlicht leuchtet die Hülle. Gar nicht. Wartet. Hier ist die Hülle. Also, da leuchtet es. Das leuchtet nicht so, wie es angepriesen wurde. Zumindest habe ich so das Gefühl. Nee. Nicht so, wie es im Internet gezeigt wurde bei Wish. Das ist die erste Hülle, die ganz schön durchgefallen ist. Ah, Moment mal, wenn ich das Ding weiter weghalte. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber die Hülle leuchtet leicht grün. Das sieht man wahrscheinlich durch die Kamera gar nicht. Ah, doch, jetzt ist passiert genau das, was angepriesen wurde. Okay, sie ist doch nicht durchgefallen, entschuldigt bitte. Aber doch, sie leuchtet grün, so wie es gezeigt wurde. Ich hoffe, ich kann das auf Kamera aufnehmen. Ich weiß nicht, sieht man das, dass die grün leuchtet? So ein bisschen, oder? Ja, das war das Einzige, was sie leuchten sollte. Das sieht man jetzt. Sehr schön. Gut, dann hält diese Hülle doch irgendwie, was sie verspricht. Ich hätte nur gedacht, die leuchtet im Dunkeln. Ich habe es mir halt auch nicht richtig durchgelesen. Und wann geht man dann irgendwie mal ins Schwarzlicht, außer man geht auf eine Schwarzlichtparty? Und ich glaube, das tut man auch nicht ganz so häufig. Aber sie ist trotzdem auch ohne Schwarzlicht sehr, sehr schön, finde ich. Deswegen, ja, gar kein Problem. Ja, warum ich mich heute melde, auch wenn nichts Spannendes passiert ist. Ich habe heute auch nichts geschnitten oder so. Ich habe mir heute quasi mal ein bisschen freigenommen, so wie ich den Sonntag genießen möchte. Weil jetzt sind ja meine Sonntage wieder die Sonntage, die ich brauche, weil ich ja jetzt in der Woche arbeiten gehe.
regelmäßig, nutze ich den Sonntag jetzt auf jeden Fall meistens wieder als Sonntag, indem ich eigentlich nur in Jogginghose rumlaufe, ansonsten sowieso aussehe wie das hier, ungeschminkt und ne, Haare zum Zopf und einfach gammelig rumlaufen. Klar bin ich auch manchmal froh, wenn ich sonntags was vorhabe, so, aber meistens bin ich schon froh, wenn ich den Sonntag als den Sonntag genießen kann. Also da muss schon was richtig Cooles passieren. Ansonsten laufe ich sonntags nur in Jogginghose oder sogar den ganzen Sonntag in Schlafklamotten oder in Bademantel oder in meinem Onesie durch die Gegend. Der Onesie natürlich immer nur, wenn es kalt ist und bald kommt die kalte Zeit wieder, dann kann ich endlich wieder meinen Onesie anziehen. Ja, warum ich mich, wie gesagt, eigentlich melde, ist, ich habe mich ja gestern so mega gefreut, dass Ashley Tisdale mich in ihrer Insta-Story verlinkt hat und das hat mich gestern so glücklich gemacht. Ich habe gar nicht mehr geweint, aber gut, ich glaube, weil mich das einfach so, diese Emotionen, ich weiß gerade auch nicht, wie ich sie ausschütten soll und es geht gerade einfach nicht. Daraufhin habe ich dann heute nochmal einen Post abgesetzt, bei dem ich quasi geschrieben habe, dass alle nochmal auf Ashley Tisdales Insta-Story gehen sollen und sich die Insta-Story angucken sollen, weil dann sehen sie, dass ich da, ne, verlinkt, also dass sie mich in ihrer Insta-Story quasi meine rein verlinkt hat oder gerepostet hat, wie auch immer. Das hat man wahrscheinlich eh nochmal gesehen, weil ich ja das auch nochmal gerepostet habe und mich mega gefreut habe, aber manche verstehen das vielleicht nicht, deswegen habe ich es nochmal dann so gepostet und habe jetzt dann erst gesehen, dass ebenfalls das von Ashley Tisdale gesehen wurde. Diese Insta-Story hat Ashley Tisdale ebenfalls gesehen. Oh mein freaking hell. Wie cool ist das bitte? Es ist einfach unglaublich. Sie hat diese Insta-Story gesehen. Und das hat mich eben auch nochmal mega happy gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach unglaublich glücklich. Sie hat es wahrscheinlich nicht mal verstanden, was ich da hingeschrieben habe, weil ich es ja auf Deutsch geschrieben habe. Aber weil ich auch nicht gedacht hätte, dass sie danach auch nochmal meine Insta-Story sieht. Also jetzt wirklich. Es ist so, so schön. Ich weiß nicht, das ist so krass. Das ist seit keine Ahnung wie vielen Jahren das erste Mal, dass Ashley Tisdale mich halt irgendwie wahrnimmt und das jetzt gleich quasi so krass und viel hintereinander und wow. Ich muss dazu sagen, damals hat Ashley Tisdale, wo ich angefangen habe, Instagram zu nutzen und auch wo bei Ashley Tisdale war es, glaube ich, auch relativ am Anfang, aber weil es generell die Anfangszeit von Instagram war, da habe ich auch, wenn ihr mich schon seit Jahren auf Instagram verfolgt, wenn nicht, habt ihr es wahrscheinlich nicht mitbekommen, einer meiner ersten Posts, also ersten Posts ist übertrieben, aber relativ am Anfang habe ich zwei Bilder von Ashley Tisdale gepostet. Das eine davon habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal rausgelöscht, aber zwei Bilder davon, da habe ich jeweils von Ashley und Maui gepostet, weil ich auch jeweils zwei Bilder von Eddie und mir gepostet hatte. Und daraufhin habe ich danach dann nochmal zwei Bilder von Ashley und Maui gepostet. Und sie hat damals nicht, glaube ich, nicht jedes Bild angenommen, auf das sie verlinkt wurde. Man kann ja bei jedem auf dem Profil sehen, worauf, auf welchen Bildern er verlinkt wurde. Und Ashley hat am Anfang, glaube ich, nur 3 bis 5 Bilder, ich bin mir nicht mehr sicher, aber nicht viele Bilder gehabt, wo sie drauf verlinkt wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es war, weil sie nicht so oft verlinkt wurde. Ich kann mir vorstellen, es gibt unglaublich viele Bilder, auf die sie verlinkt wurde. Aber sie hat scheinbar nur wenige angenommen. Und mein gepostetes Bild, das Bild von Ashley und Maui, war eines der wenigen, die sie angenommen hatte. Das war auch schon krass für mich. Aber ich dachte, das hat sie, also da hat sie nie so wahrgenommen, dass es von mir ist oder also wie auch immer. Ja, mittlerweile, glaube ich, hat sie einfach viel mehr Bilder drin. Also mittlerweile nimmt sie, glaube ich, alle an oder so gut wie alle. Oder löscht jetzt nicht andere Verlinkungen. Das war damals für mich auf jeden Fall auch schon ganz schön krass. Aber dass es mal so weit kommt, hätte ich niemals gedacht. Ja, das ist auf jeden Fall für mich im Moment gerade so, so krass. Vor allem, wie gesagt, das passt im Moment alles so zusammen. Mein Leben wird gerade wieder ein bisschen besser und schöner für mich. Also klar, ich will nicht sagen, dass es die ganze Zeit scheiße war, überhaupt nicht. Aber ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass ich halt eben so zwischendurch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte und ein bisschen gestruggelt habe. Und ja, irgendwie im Moment bessert sich alles und irgendwie kommt alles zusammen. Und das ist gerade so, so schön für mich. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dadurch, dass es im Moment gerade die ganze Zeit so schön läuft, muss doch eigentlich demnächst wieder was kommen, wo es mega scheiße läuft. Ich muss auf Holz klopfen. Oh mein Gott.
Ja, weil, wie gesagt, im Moment passieren so viele schöne Sachen und im Moment ist alles so schön, überwiegend, dass ich ja einfach mega geflasht bin. Aber wahrscheinlich musste das nach der anstrengenden Zeit, die ich hatte, oder nicht so ganz struggling Zeit irgendwie, musste das wahrscheinlich einfach mal kommen. Und das ist so cool. Ich muss euch das einfach mitteilen, wirklich, weil, wie gesagt, Athleticism ist für mich mein allergrößtes Vorbild und das hat sich nie geändert in den Jahren. Klar sind Vorbilder dazugekommen, aber kein Vorbild war ganz oben. Klar muss ich zum Beispiel sagen, Regina Higgs auch mittlerweile ein riesiges Vorbild für mich. Und ich glaube, Regina Higgs kommt bei mir mittlerweile direkt unter Ashley Tisdale. So, das ist halt, ne? Aber sonst bin ich da halt so. Und klar, Jennifer Weiss zählt irgendwie auch noch mit. Ich will da gar nicht so diese Unterschiede machen. Aber wie gesagt, Ashley Tisdale ist halt schon seit meiner Kindheit und seitdem ist sie für mich präsent und da und. Ja, ich glaube, es wird auch niemals aufhören. Ich glaube, ich werde diese Frau auf ewig feiern und sie wird auf ewig, glaube ich, mein Vorbild bleiben. Weil dazu hat sie zu viel in meinem Leben, glaube ich, geprägt. Und ja, so, ich wollte eigentlich nur ganz kurz was sagen und es ist wieder mehr geworden, als ich wollte. Aber ihr kennt mich ja. Wenn ich einmal im Redefluss bin, ist das schwer, mich zu stoppen. Ja, ich entspanne jetzt noch. Ja, gucke ich ein bisschen YouTube-Videos so heute. Und morgen mal gucken, bevor ich arbeiten muss, schneide ich vielleicht noch ein Video mal sehen, je nachdem, ob ich Lust habe und Zeit habe. Aber ich denke mal. Und ja, vielleicht melde ich mich morgen nochmal bei euch. Peace. Hallo. Ich sehe nicht nur fertig aus, ich bin auch richtig fertig. Mega müde auch. Meine Augen brennen richtig. Ich habe mir den Wecker heute auf um 10 gestellt. Und dann nochmal auf um 11, falls ich um 10 nicht aufstehen will. Und dann bin ich schon wieder 9 Uhr noch was aufgestanden. Also ich hätte auch noch länger schlafen können. Aber ich habe gedacht, oh, wenn ich jetzt wach bin, dann stehe ich lieber auf, dann habe ich mehr Zeit. Weil ja, ich bin jemand, ich kann meine Zeit immer nicht so richtig eintakten, weil das ist wieder was mein Problem mit Zahlen ist. Und oh, ja. Deswegen bin ich dann heute auch gemütlich in die Badewanne gegangen. Ich habe eigentlich alles richtig entspannt gemacht. Habe sogar angefangen, wieder ein Video zu schneiden, also einen Vlog, weil ja jetzt die Woche jeden Tag einer online geht. Ich glaube, bis Mittwoch hatte ich ja alles fertig. Das heißt, ich habe quasi schon mal den für Donnerstag angefangen. Den werde ich jetzt aber nicht mehr fertig machen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich morgen nach der Arbeit was, weil heute bin ich echt tot. Ja, ansonsten habe ich wieder ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Also, ich glaube so eins oder zwei, also nicht viel. Ansonsten habe ich eigentlich überwiegend nur gechillt halt und eben, wie gesagt, angefangen schon mal meinen Vlog zu schneiden, bevor ich zur Arbeit musste. Ich habe ja heute bis von 16 bis 20:15 Uhr gearbeitet. Und ja, es war heute ein bisschen stressig. Das wird wohl die ganze Woche noch so stressig. Das, was letzte Woche nichts los war, ist dafür diese Woche viel los. Jetzt nicht im Sinne von Kunden, aber wir haben halt viel zu tun, weil die Tische wieder erneuert werden. Also die ganzen Tische, wo der ganze, das ganze Kramzeug, also alles. Wie soll ich euch das erklären? Wenn ihr bei Depot drin wart, dann wisst ihr wahrscheinlich, wie das aussieht. Die haben verschiedene Tische und da sind verschiedene. Es sind halt verschiedene Dekotische quasi. Und ja, die werden wieder erneuert. Das heißt, heute wurde der erste Tisch erneuert. Und die Woche müssen noch gefühlt fast alle anderen Tische auch erneuert werden. Das Problem ist, dass wir ja erst vor kurzem die Tische erneuert haben. Und bei den neuen Tischen sind viele Sachen von den alten Tischen, so alt sind die ja noch gar nicht, aber sind da gar nicht mehr mit drauf. Das heißt, wir haben dieses Zeug ja auch alles nicht mal so hart verkauft. Wo machen wir das alles hin? Es sind Fragen über Fragen. Also gar nicht so einfach. Ja, ich bin aber froh, wenn es ein bisschen was zu tun gibt. Ein bisschen. Also, wenn es klar ist, stressig immer scheiße. Aber ich bin froh, wenn viel zu tun ist, weil dann vergeht die Zeit wenigstens. Klar war es auch immer schön, wenn man dann früher nach Hause geschickt wurde oder einen Tag mehr frei hatte. Aber ich muss sagen, ich will ja Geld verdienen. Ich verdiene ja nichts, was ich zu Hause verbringe. So. Deswegen. Wäre es cool, jetzt so in nächster Zeit die Stunden quasi wieder aufzuholen oder ein paar mehr Stunden zu machen. Ja, ich arbeite ja sowieso diese Woche, Montag und Dienstag, also heute und morgen. Mittwoch und Donnerstag habe ich Urlaub, Freitag arbeite ich und Samstag habe ich Urlaub. Das heißt, ich bin die Woche eh nur dreimal da, also auch wieder ein bisschen entspannter. Aber das ist okay. Ich muss zwar morgen früh raus, was mich jetzt schon graut, weil ich muss sagen,
Heute war das wieder so geil, ich mag das spät anzufangen. Also gut, 16 Uhr ist halt wirklich krass spät. Ich hätte auch nichts dagegen, 12 Uhr anzufangen oder 14 Uhr. So 16 Uhr ist halt schon arg spät. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich habe nichts dagegen, bis 20 Uhr oder 20.15 Uhr zu machen. Da bin ich halt eher so, ja, ist okay, mache ich. Also da bin ich halt wirklich lieber ein Mensch, der macht eher Spätschicht als Frühschicht. Auch wenn es natürlich immer schön ist, früher zu Hause zu sein. Aber nee, wie gesagt, dann mache ich lieber Spätschicht als Frühschicht. Aber gut, morgen muss ich also früh raus. Ich bin aber froh, dass ich jetzt schon todmüde bin, weil dann weiß ich, dass ich wenigstens schnell einschlafe. Ja, dafür bin ich dann halt morgen früher zu Hause. Das heißt, ich werde morgen nach Arbeit mich noch um Videos kümmern. Ich habe jetzt nur noch mal meinen Rechner angemacht, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, weil ich noch posten muss, dass mein Video heute, dass heute ein Video online gegangen ist. Ich habe heute auch auf Social Media angesagt, dass die ganze Woche wieder ein Vlog kommt, jeden Tag einer. Also ich hoffe, dass ich das auch hinkriege alles. Aber eigentlich habe ich es mir gut eingeplant. So, wie gesagt, bis Mittwoch habe ich alles fertig. Wenn ich morgen den für Donnerstag fertig mache und Mittwoch habe ich theoretisch den ganzen Tag Zeit. Ich habe aber heute eine Anfrage bekommen für Mittwoch wieder beim Dreh bei GZSZ. Ich glaube als Kaffeegast. Das ist aber morgens. Das heißt, ich glaube von 7:30 Uhr bis 11 Uhr noch was oder so. Das heißt, es ist eigentlich ganz entspannt. Also klar, es ist wieder mit früher Aufstehen verbunden, aber so ist das eben. Und dann habe ich halt danach Zeit, was zu machen. Und Donnerstag noch Zeit. Das heißt, wenn ich morgen das Video für Donnerstag fertig mache, kann ich Mittwoch vielleicht das Video für Freitag fertig machen. Und Donnerstag das Video für Samstag. So, das Video für Sonntag. Von wann bis wann arbeite ich einen Freitag? Da arbeite ich von 10 bis 18 Uhr. Also vor meiner Schicht werde ich nichts machen, vielleicht nach meiner Schicht. Und das, was ich nicht fertig mache, kann ich Samstag noch fertig machen. Ja, und vielleicht mache ich versuche nämlich jeden Tag nur ein Video zu schneiden, weil ansonsten wird mir das zu ätzend. Und dann will ich versuchen, auch vielleicht noch ein Video zu drehen. Entweder mache ich das, also es wäre gut, wenn es jetzt noch die Woche passiert, entweder mache ich das halt Mittwoch oder Donnerstag. Oder ich mache es am Wochenende mal gucken, damit ich das für nächste Woche Mittwoch fertig schneiden kann. Das muss ich dann halt auch entweder am Wochenende schneiden oder Montag nach meiner Schicht. Dienstag habe ich frei. Also noch am Dienstag so. Und Mittwoch muss es ja dann online gehen. Mal gucken. Mal sehen, wie ich das mache. Boah, ich bin froh, mich jetzt abzuschminken. Auch wenn ich mir heute mal wieder. Also was heißt mal wieder? Aber ich hab eigentlich nicht viel gemacht, aber ich bin mit meinem Make-up irgendwie mega zufrieden. Und auf meinem Augenlid befindet sich keine Lidschatten, also keine Lidschatten, was aus einer Lidschattenpalette ist, sondern das sind Contouring- und Highlighterfarben, die ich nehme die in letzter Zeit immer gerne für meine Alltagslooks, quasi das, was ich am Tag so trage. Ja, weil es ja ganz natürliche Farben sind und dann passt das immer ganz gut. Morgen werde ich das nicht machen, weil wenn ich um 8 da sein muss, dann mache ich sowas nicht. Dann mache ich immer keinen Aufriss so mit Schminken und so. Nee. Je nachdem, wie ich Bock habe, aber meistens eher nicht, weil ich keinen Bock habe, früher aufzustehen wegen sowas. Dann werden so wieder meine drei Produkte, die ich immer verwende, genutzt und dann ist gut. Ich werde jetzt schnell noch mein Video posten und dann werde ich ins Bett gehen. Ich bin wirklich durch für heute. Wie gesagt, obwohl ich heute gar nicht so früh aufgestanden bin, bin ich heute irgendwie mega müde und fertig. Morgen wird es noch schlimmer sein und Mittwoch. Noch schlimmer, weil da muss ich ja noch früher aufstehen wieder für den Dreh. Weil für GZSZ muss ich ja immer richtig früh aufstehen, dann, wenn ich so früh da sein muss. Ich meine 7:30 Uhr. Und dann, ja, von hier nach Potsdam brauche ich halt wieder 1,5 Stunden. Also, ja. Aber ich mache das. Weil ich da Bock drauf habe, so. Und weil ich diese Komparsentätigkeit irgendwie noch nicht aufgeben möchte. Weil es halt mir einfach immer noch mega Spaß macht. Und weil es natürlich leicht verdientes Geld ist. Klar, man bekommt jetzt nicht mega viel, aber man bekommt Geld. So. Und wie gesagt, das ist einfach leicht verdientes Geld. So. Jetzt aber ciao. Ich muss jetzt echt ins Bett.